Spiele aus der Kabine kommen sehen. Der Cupsieger zwischen dem HSV in weißen Hemden und dunklen Hosen und AC Mailand hat begonnen. Karl-Heinz Schnelliger. Er spielt heute letzter Mann, Ausputzer für Malatran Rivera, der Kapitän und Dirigent des Mailänder Sturms. Willi Schulz. Gut gespielt von Krämer auf Dörfel und Eckball. Dörfel gegen Schnellinger. Bleibt jetzt stehen, Bernd Dörfel. Eigentlich sollte es umgekehrt sein. Und Karl-Heinz Schnellinger. Das ist Torhüter Cudicini. Bernd Dörfel. Hönig! Mustergültig kam die Flanke. Aber kein HSV. Und Schnellinger gegen Hönig. Schnellinger. Und das ist Krämer gegen Schnellinger. Und Schnellinger dazwischen. Natürlich wusste Karl-Heinz Schnellinger, dass es Abschluss gibt. Er hat es halt einmal versucht wieder. Hönig. Nicht unfair. Bernd Dörfel. In der Pause der Anschlusstreffer gelingen würde, dann könnte man noch hoffen, dann wäre die Mannschaft, so glaube ich, sein Geld verdient. Sie kennen ihn noch. Er spielt heute Ausputzer und er macht seine Sache recht, recht gut. Uwe. Ja. Der AC Mailand. Gegen Schnellinger. Da mit der Nummer 8 Lodetti. Karl-Heinz Schnellinger und Torhüter Cudicini. Großartige Reaktion von dem langen Torhüter Cudicini. Diekmann. Schnellinger.
Hoffentlich kommt sie nicht zu spät. Oh, 15 Minuten gespielt. 60 Minuten insgesamt. Und nach wie vor 2:0 der Spielstand. Bernd Dörfel. Jetzt kommt die Flanke. Und Schnellinger dazwischen. Gut gemacht von Krämer auf Dörfel. Gut gemacht, Dörfel. König. Tja, Uwe diskutiert mit Krämer, er ist nicht zufrieden. Rivera ausschalten, er soll Rivera ausschalten, so war die Aufgabe, die ihm Manager Knöpfle und Trainer Koch Stern Dörfel. Freistoß für den HSV. Ja, die Pässe kommen nicht an. Warum? Ich meine, das ist Skorpion. Krämer gegen Schnellinger. Gegen drei Italiener. Sandmann. Und wieder Schnellinger dazwischen. Uwe Seeler. Man will den Ehrentreffer. Sandmann. Hönig angeschaut.